What is the Matrix? Erkläre ich Ihnen jetzt einmal, was eine Matrix ist. So, und wir hatten jetzt ja verschiedene Begriffe und ich habe versucht, sie so ein bisschen zu trennen. Es gibt die Tabelle, ja, das ist sozusagen meine Tabelle, die ich auf meinem Zettel drauf habe, als ich im Garten stand und da was aufgeschrieben habe von Hand. Ja? Das ist eine Tabelle. Dann gibt es ein Array. Ein Array ist so eine Art Datenstruktur, um Tabellen dann im Computer Hand zu haben. Und da kann ich irgendwie geschickt auf die Elemente zugreifen und so weiter. Und dann gibt es noch den Begriff der Matrix. Der ist wieder genau das Gleiche. Aber so nenne ich das jetzt mal als Mathematiker, nenne ich das. Ja? Nenne ich das ganze Ding Matrix. Aber es ist letztendlich ungefähr das Gleiche. Aber jetzt kommt noch was dazu. Bei Tabellen haben Sie vielleicht noch nicht drüber nachgedacht, ob man die auch multiplizieren kann oder aufaddieren kann oder sowas. Ne? Aber Matrizen kann man aufaddieren und multiplizieren. Das heißt also, Matrizen sind also Tabellen, die zusätzlich noch so besondere Operationen haben, sodass man mit denen rumrechnen kann. Ja? Also eine Matrix ist auch einfach nur eine Tabelle. Hier sind zwei Beispiele. Ja, als Mathematiker schreibe ich die jetzt hier so mit eckigen Klammern auf. Ja, das können Sie aber machen, wie Sie wollen. Und außerdem habe ich jetzt noch zusätzliche Operationen definiert da drauf. Ja, Addition zum Beispiel. Warum? Ja, als Mathematiker rechne ich ja gerne rum. Ich rechne mit Zahlen rum. Ich kenne mich mit Plus und Mal total gut aus. Dann ist es doch super, wenn ich das irgendwie auch mit meinen Tabellen machen kann. Und das ist wie so eine Makrooperation. Ich sage hier, A plus B definiere ich jetzt als die Matrix, wo ich die Einträge aufaddiert habe. Ja, es ist also die einfachst mögliche Definition, die man sich vorstellen kann. Ich weiß schon, wie man Zahlen addieren kann. Wie addiert man Tabellen auf? Indem man einfach die Einträge aufaddiert. Okay? Das ist die Definition für Matrix Addition. Das Nette ist jetzt aber, wenn ich jetzt irgendwelche Berechnungen mache, Sie kennen das ja so in der Schule, sobald man dann mal x einführt und mit Buchstaben rumrechnen kann und gar nicht mehr mit konkreten Zahlen, da kann man plötzlich schwierige Probleme lösen, wo man so mehrere Unbekannte gleichzeitig jongliert. Ja, mit x und y, was weiß ich, da kommen jetzt irgendwie zwei Kinder rein und die Summe, der Alter ist irgendwie gleich 17 oder sowas und das Produkt ist blablabla, bla, bla, wie alt sind die Kinder oder sowas. So eine Aufgabe kriegt man nicht hin, außer durch Ausprobieren, wenn man nicht mit Buchstaben rechnen kann. Und genauso ist es jetzt praktisch. Ich kann also hier so Operationen ganz kurz und knapp hinschreiben und sage, ich addiere Matrix A plus Matrix B, ohne konkret jetzt hier diese Rechnung jetzt hier machen zu müssen, sondern ich kann also auch so Terme umformen, ich kann das B auf die andere Seite von der Gleichung bringen und so weiter und so fort. Das ist also ein sehr mächtiges Werkzeug. Und es ist wirklich nicht schwer. Ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen langweilen. Ja, das wäre schon mal ganz gut. Ich glaube, Sie langweilen sich auch ein bisschen. Ja, gleich kommt die Matrix-Multiplikation. Die ist ein bisschen schwieriger. Die ist ein bisschen unintuitiv. So, zwei Matrizen kann man also aufaddieren. Und als Mathematiker sagt man dann einfach auch nochmal das Offensichtliche, damit man es mal gesagt hat. Ja, zwei Matrizen kann man nur dann aufaddieren, wenn sie das gleiche Shape haben. Ne? Klar, ne? Wie soll das denn sonst gehen? Sonst hat man ja für manche Einträge keine andere Zahl. Das heißt aber jetzt, dieses Pluszeichen ist nur definiert für exakt gleich große Matrizen, für exakt gleich große Tabellen. Ein kleines Detail, aber es ist wichtig. Dann brauchen wir auch noch eine Schreibweise, genauso wie im Computer mit den eckigen Klammern, wollen wir auch mal auf einzelne Elemente zugreifen können. Und das machen wir hier mit solchen sogenannten Double Indizes. Wir schreiben die einfach hintereinander. Das ist also nicht A11 und A12, das ist A11 und A12. Und solange die Zahlen klein sind oder solange das nur Buchstaben sind wie I und J, ist es okay ohne Komma. Wenn es unklar ist, dann sollte man natürlich da noch ein Komma hinschreiben. Gut, soweit so einfach. Kommen wir zum Shape. Auch eine Matrix hat ein Shape. Ja? Und das schreibe ich jetzt typischerweise immer mit Klammer auf, die Anzahl der Zeilen, Komma, die Anzahl der Spalten, Klammer zu. Das ist halt nur wieder so eine Schreibweise. Das heißt, das Shape von dieser Matrix ist 2, 3. Ja, und dann würde ich auch sagen, das ist eine 2, 3 Matrix. Und damit ist klar, wie groß die ist. Okay? Dazu folgende Eselsbrücke, zuerst die Zahlen, später die Spalten. Ja, das ist ja eine Entscheidung, die man treffen muss. Was ist denn die erste Zahl? Ist das die Anzahl der Spalten oder die Anzahl der Zeilen? Und die Konvention ist, man hätte in einem Paralleluniversum an einem anderen Stern, das ist vielleicht andersrum definiert, aber auf der Erde ist es immer so, zuerst kommen die Zahlen und später die Spalten. Kann man sich auch irgendwie ganz gut merken. Ja? Das ist aber eine beliebige Konvention. Aber das sind die Sachen, worüber man stolpern kann, wenn man da Fehler macht. Gut, Matrix-Subtraktion. Habe ich da vollständig halt mal aufgenommen. Sie wissen wahrscheinlich schon, was kommt. Das ist ganz einfach. Das ist einfach entry-wise definiert. Ja? Warum ist das irgendwie schlau? Naja, irgendwie ergibt sich die Subtraktion ja auch aus der Addition, wenn ich negative Zahlen drauf addiere. Und das sollte ja irgendwie miteinander kompatibel sein. Und da sollte dann kein Unsinn entstehen. Ja, deswegen ist es auch wieder entry-wise. So, da ist noch ein Beispiel mit zwei
mal drei Matrizen oder zwei Kreuz, drei Matrizen, sagt man auch, so einfach, so gut. Gut, Scalar Multiplication, skalare Multiplikation. Erste Frage, was ist ein Skalar? Ein Skalar ist eine Zahl. Ja? Das heißt, Skalar benutze ich typischerweise das Wort, wenn ich über Matrizen rede, um mal zu sagen, jetzt will ich aber nicht eine Tabelle haben, sondern wirklich nur eine Zahl. Das ist dann ein Skalar. Skalar Multiplikation bedeutet also, dass ich eine einzelne Zahl mit einer Tabelle multipliziere. Ja? Das ergibt sich irgendwie schon daraus, dass ich gerne haben möchte, dass Plus und Minus miteinander kompatibel sind. Ja, weil wenn ich zum Beispiel eine Tabelle mit minus 1 multipliziere, dann sollte das ja irgendwie hinhauen, dass sozusagen das minus 1 aus dem Pluszeichen ein Minuszeichen macht. Ja, und genauso ist es definiert. Diese 2 wird also mit allen Einträgen multipliziert. Okay, so weit, so einfach. Jetzt kommen wir zur Matrix-Multiplikation. Die ist ein bisschen aufwendiger. Da habe ich mir viel Mühe gegeben mit einer tollen Animation. Ich hoffe, sie funktioniert. Die Grundregel da lautet Zeile mal Spalte. Ja, das ist das, was man sich merken muss. Bei Matrix-Multiplikation muss man sich Zeile mal Spalte merken. So, das ist jetzt eine Matrix-Matrix-Multiplikation. Ja, das erkennen die Kenner unter Ihnen auch schon als Vektor. Ja, weil ein Vektor ist eine Matrix mit einer Spalte. Aber es ist also auch eine Matrix. Also ist das hier eine Matrix-Matrix-Multiplikation. Die ist jetzt ein bisschen komplizierter. Und man fragt sich, warum tut man sich das an? Warum macht man das nicht auch entry-wise? Der Grund ist, wenn man diese Matrix-Multiplikation so definiert wie hier, dann ist dieser Kalkül so richtig praktisch. Ja, sonst ist der ein bisschen langweilig. Ja, sonst ist es nur so entry-wise. Aber die Schreibweisen von komplizierteren Sachen wie für Linear Discriminant Analysis, die wären erst dann so richtig schön, wenn man die Matrix-Multiplikation so ein bisschen kompliziert definiert. Das heißt, man steckt jetzt ein bisschen Komplexität in diese Matrix-Multiplikation und kann sie danach aber sehr schön kurz und knapp benutzen. So, jetzt fragt man sich natürlich, wo kommen jetzt hier welche Zahlen her? Was steht jetzt hier eigentlich? Und dazu habe ich das irgendwie markiert. So, also jetzt steht hier Zeile mal Spalte. Und das muss ich für jede Zeile der ersten Matrix machen und für jede Spalte der zweiten. Das heißt, ich muss jetzt also jede Zeile der ersten Matrix mit jeder Spalte der zweiten Matrix multiplizieren. Okay? Schauen wir uns das mal an. Ich bekomme also hier ein 3 mal 2 plus 5 mal 3. Und da kommt 21 raus. Das ist also der Eintrag hier oben. Fürs nächste nehme ich also die nächste Zeile. Ich habe nur eine Spalte, also nehme ich wieder die gleiche Spalte und mache die entsprechende Operation. Ja, und heraus kommt 5 in diesem Fall. Und das letzte ist dann praktisch 1, 2 wird mit 2 und 3 multipliziert. Das ist also 1 mal 2 plus 2 mal 2 und da kommt 6 raus. Ja, so funktioniert Matrix-Matrix-Multiplikation. Irgendwelche Fragen? Nee. Bemerkungen? Auch nicht. Aber jetzt sieht man da wieder dran, so wie ich es jetzt hier praktisch gemacht habe, müssen da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit das hinhaut. Ja? Und die Voraussetzung, die erfüllt sein muss, ist, dass die Anzahl der Spalten von der Matrix auf der linken Seite muss gleich der Anzahl der Zeilen der Matrix auf der rechten Seite sein. Oder mit anderen Worten, die sogenannte innere Dimension muss übereinstimmen. Das ist ja hier eine 3-Kreuz-2-Matrix und das ist eine 2-Kreuz-1-Matrix. Und die Dimensionen sind diese beiden hier in der Mitte, die inneren Dimensionen. Ganz kurz noch. Und der Grund ist, warum, die müssen also übereinstimmen, weil sonst kann ich diese Summe nicht gescheit machen. Sonst gibt es einen Faktor, der keinen abkriegt. Ja, deswegen muss also diese innere Sache passen. Das heißt, Matrix-Matrix-Multiplikation ist nur definiert, wenn sozusagen die Anzahl der Spalten der linken Matrix gleich der Anzahl der Zeilen der rechten Matrix ist. Sonst kann ich es nicht ausrechnen. Frage. Oh, weil es falsch ist, da haben Sie einen Fehler entdeckt. Na, das ist ja toll. Das habe ich mir so oft angeguckt und darüber gegrübelt. Ja, und das ist also ein Fehler. Wir werden ihn einfach mal live korrigieren hier. Das müsste irgendwie gehen. Da muss also eine 3 stehen, ne? Völlig richtig. 1 mal 2, 2 mal 2 mal 3, okay. Und da kommt dann auch nicht 6 raus, sondern da kommt dann am Ende 8 raus. Alles klar. Das kann ich jetzt hier irgendwie editieren in diesem Kram hier. So, dann machen wir hier eine 8 raus. Und hier muss eine 2 mal 3 stehen, hoffe ich. So, okay, prima. Ja, prima, vielen Dank für diesen Hinweis. Außerdem kann ich mir jetzt auch sicher sein, ja, dass Sie das verstehen. Ne? Also toll, ja, perfekt.
Muss man eigentlich immer einbauen, sowas, ja? War jetzt aber keine Absicht. Ich wollte es eigentlich fehlerfrei haben, um Sie nicht zu verwirren. Aber toll, das ist genau der Punkt. Diese 1 kommt von da, diese 2 ist die 2 von dem Spaltenvektor und die nächste 2, das ist die wieder von dem Zeilenvektor. Das heißt, anders ausgedrückt auch, die Matrix-Matrix-Multiplikation nimmt sich alle diese Zeilen und multipliziert sie mit allen Spalten, alle Kombinationen. Wie viel kommt dann raus? Naja, so viele Zeilen wie die erste Matrix hat und so viele Spalten wie die zweite Matrix hat. Ja, das sind also noch diese freien Dinger da. Also diese Shapes, ja, das sind also wieder die Sachen, die ich gerade schon diskutiert habe. Im Allgemeinen, wenn also die linke Matrix die Größe m, n hat, schauen wir ganz allgemein hin, und die rechte Matrix B hat die Größe P und Q, das sind jetzt irgendwelche ganzen Zahlen, ja, dann ist also das resultierende Shape M, Q, das sind die äußeren Dimensionen jetzt hier, und außerdem müssen wir N gleich P haben. Okay, das ist jetzt einfach nur nochmal allgemeiner ausgedrückt. Okay, das ist Matrix-Matrix-Multiplikation. Weil es so schön ist, noch ein größeres Beispiel, ja. Jetzt haben wir 2 Spalten bei der zweiten Matrix, aber Sie sehen an der Animation schon, ja, da nehme ich halt jetzt für den obersten Eintrag, für den linken oberen Eintrag, das ist ja in der ersten Zeile und in der ersten Spalte, muss ich mir jetzt also die erste Zeile der linken Matrix und die erste Spalte der rechten Matrix nehmen und dann diese Rechnung machen, okay? Und so weiter und so fort und dann rattert man hier mit noch ganz schönen komischen Farben durch. Ups, waren wir es da? Was ist das hier, Cyan oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, so kann man das also machen. Wenn Sie da noch Fehler finden, schicken Sie mir das gerne zu. Ja? Ah, der gleiche Fehler drin. Ah, okay, alles klar. Gut, das korrigiere ich dann jetzt zu Hause. Alles klar. Oder ich lasse ihn noch drin. Mal gucken. Ja. Okay, ja, also so kann man also 2 Matrizen miteinander multiplizieren. Und jetzt hat man mal wieder, ohne über Linear Discriminant Analysis oder gewichtete Summen oder sonstige Mathematik nachzudenken, hat man jetzt als Mathematiker und Mathematikerin das Problem mal einmal reduziert und sagt, solche irgendwie Summen, wo man Sachen mit multipliziert und aufsummiert, die schreiben wir ab jetzt mit Matrizenschreibweise. Und dann müssen wir da nie wieder drüber nachdenken, wie das geht. Das haben wir einmal verstanden und ab jetzt schreiben wir nur noch A mal B und können damit auch rumrechnen. Ja, das ist also wirklich toll. Dann gibt es noch eine Operation, eine Matrix zu transponieren. Ja? Und Transposing heißt einfach nur, dass man sie an der Hauptdiagonale spiegelt. Da habe ich Ihnen die Hauptdiagonale mal eingemalt. Also auch für eine krumme Matrix kann man da so eine Diagonale reinmalen. Ja, und spiegeln heißt wirklich nur, dass die Sachen, die auf der Diagonale stehen, die bleiben das, was sie vorher auch waren. Und die Elemente dann sozusagen, die sich so gegenüberstehen, die tauschen ihre Plätze. Und da jetzt hier oben gar keine Elemente stehen, dann stehen halt bei der transponierten Version hier unten halt keine. Ja, das ist also einfach wirklich gespiegelt, die ganze Sache. Ja, man könnte meinen, die Hauptdiagonale geht so von 3 nach 2 hier unten. Ne? Das ist richtig. Ah, ja, das ist auch wieder einfach nur jetzt, so ist es halt. Im Wesentlichen, was das heißen soll, so eine Matrix hat auch immer eine Diagonale. Bei einer quadratischen Matrix ist es auch irgendwie klarer, was die Diagonale ist. Wo haben wir denn hier eine quadratische Matrix? Da. Das hier wäre zum Beispiel eine quadratische Matrix. Ja, und die Diagonale, in diesem Fall die Hauptdiagonale, ist die 2 und die minus 4. Und es gibt noch so eine Antidiagonale, die 3 und die 1. Aber typischerweise, das ist hier die Diagonale, wenn man von der Diagonale einer Matrix spricht. Und man möchte beim Transponieren, dass die Diagonale an der gleichen Stelle bleibt. Also wenn ich transponiere, wenn ich eine Diagonalmatrix transponiere, die nur auf der Diagonalen Einträge hat und sonst alles 0 hat, die ändert sich gar nicht, wenn ich transponiere. Deswegen ist da der Strich und die Diagonale. Okay? Aber Sie haben natürlich recht, das hätte man alles anders erfinden können und man hätte wahrscheinlich auch Raketen zum Mond geschickt, trotzdem. Also das ist nur Konvention, das ist nicht essentiell. Gut, das wird jetzt hier mit so einem Exponent T wie Transpose geschrieben. Und wie ist es mit den Shapes? Ja, das ist trivial, ne? Das dreht sich einfach nur um. Ist ganz einfach, wussten Sie sofort. Ja, aber es ist gut, das einmal aufzuschreiben, weil wenn Sie mal eine Matrix transponieren und es ist nicht so, dann wissen Sie, dass da irgendwas faul ist. Ne? Das heißt also, wenn eine Matrix das Shape 1742 hat, dann hat sie anschließend nach dem Transponieren das Shape 4217. Ja? Gut, soweit so gut. Summary, also eine Matrix ist nur eine Tabelle von Zahlen, zusammen aber jetzt mit noch einigen Operationen, die ich auch noch habe. Ich habe Addition, Subtraktion, Skala-Multiplikation, Matrix-Multiplikation und transponiert. Ja?
Und diese Richtung nennt sich lineare Algebra. Sie haben also jetzt hier eine kleine Kurzeinführung in lineare Algebra gehabt. Ja, mit Ihrem jetzigen Wissen können Sie bestimmt schon eine Aufgabe in der lineare Algebra-Klausur lösen, nämlich zwei Matrizen miteinander zu multiplizieren. Ja, das kommt bestimmt vor als Aufgabe. Dafür kriegen Sie dann schon 5 Punkte. Ja. Da sind Sie also schon 5% in der linearen Algebra drin. Ja, wenn es Ihnen also riesen Spaß macht und Sie Ihre mathematische Ader entwickeln, lass mir das. Das ist jedenfalls lineare Algebra. Da geht es um Matrizen und Vektoren. Wir benutzen das nur so als Tool, um Sachen geschickt aufzuschreiben. Kommen wir noch zum Rätsel. Was ist ein Vektor? Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Es gibt sogar noch mehr. Es gibt den Zeilenvektor und den Spaltenvektor. Ja, ein Vektor ist eine Matrix mit einer Spalte. Das wird anders definiert in der linearen Algebra. Aber für uns ist ein Vektor einfach eine Matrix mit nur einer Spalte. Hier ist ein Beispiel. Ja. Der Rest ist gleich. Ja. Man kann die auch aufaddieren, man kann die voneinander abziehen. Kann man denn zwei Vektoren miteinander multiplizieren? Das ist irgendwie schwierig, weil sozusagen, wenn ich einen 5-Kreuz-1-Vektor mit einem 5-Kreuz-1-Vektor multiplizieren will, dann passen die inneren Dimensionen irgendwie nicht so richtig überein. Ja, das passt also nicht. Ja. Aber ich kann natürlich einen von den beiden transponieren und dann geht's. Okay, das hätte ich vielleicht nochmal aufschreiben können. Ja, also ich kann zum Beispiel rechnen, A transponiert mal A, das geht. Ja, aber A mal A geht nicht mit Matrixmultiplikation. Okay, gut. Subindizes, jetzt nur noch einfache, ich habe ja nur noch einen Eintrag, so weit, so gut. Solche Vektoren nennt man Spaltenvektoren und A transponiert nennt sich Zeilenvektor. Das heißt also, man kann auch noch anders sagen, eine Matrix besteht im Prinzip aus einer ganzen Reihe von Spaltenvektoren. Okay? Oder aus einer ganzen Reihe von Zeilenvektoren. Kann man beides so sehen. Ja? Man kann auch sagen, Matrixmultiplikation multipliziert alle Zeilenvektoren der linken Spalte mit allen Spaltenvektoren der rechten Seite. Ja? Das sind so Aussagen, die irgendwie Sinn machen. So, das ist das Transponierte. Das hat Sie jetzt auch nicht so überrascht. Hier ist aber die Hauptdiagonale sozusagen nur dieser eine Eintrag und dann hier noch so schräg runter. Und das ist sozusagen ein Diagonaleintrag, weil da der Zeilen- und der Spaltenindex gleich sind. Das sind die ganzen Diagonaleinträge. Und die bleiben an der gleichen Stelle. Die bewegen sich also nicht, wenn man transponiert. Gut, soweit so einfach. Matrix-Vektor-Multiplikation. Das ist jetzt einfach nur ein Spezialfall von Matrix-Matrix-Multiplikation. Ja, weil das haben wir im Prinzip schon eben gesehen. Das ist genau dieses Ding. Das, was jetzt daran besonders ist, ist einfach nur, dass ich eine Matrix mit nur einer Spalte habe. Was man daran aber beobachten kann, wenn ich eine Matrix mit einem Vektor multipliziere, kommt wieder ein Vektor raus. Ja, das müsste ja nicht so sein, ist aber so. Ja, und das liegt halt daran, da ein Vektor, der ist ja dadurch charakterisiert, dass er nur eine Spalte hat und das ist eine der äußeren Dimensionen von dieser Multiplikation. Das heißt, das Ergebnis hat auch nur eine Spalte. Also Matrix-Vektor-Multiplikation ergibt also einen Vektor. Die Länge von dem Vektor kann sich aber ändern. Ja, wenn, der ändert sich halt abhängig davon, wie viele Zeilen ich in meiner Matrix habe. Okay? Gut. Alles eigentlich relativ einfach. So, jetzt kommen wir zu unserer Linear Discriminant Analysis zurück und jetzt suchen wir eine clevere Art, um z gleich w mal x1 plus w2 mal x2 und so weiter zu machen. Das können wir natürlich jetzt ganz geschickt mit Matrizen schreiben. Wir können sogar gleich alle Datenpunkte nehmen. Ich habe jetzt hier mal nur 5 genommen. Also unsere ganze Datentabelle x, ja, mit 150 Einträgen, jetzt mal hier reduziert auf 5 Einträge, ja, die kann ich simultan sozusagen dieses Ding hier ausrechnen, indem ich jetzt das x mit dem w multipliziere. Ja, und die Notation haut hoffentlich hin. W ist ein Vektor, ich habe jetzt einen Kleinbuchstaben genommen und die Einträge in dem Ding heißen W1, W2, W3 und so weiter. Das sind also wirklich Skalare, also einzelne Zahlen. Und jetzt diese Gleichung hier, die wir, wo ich viel hinschreiben musste, ja, die kann ich also viel kürzer schreiben, einfach mit X mal W. Ja, und typischerweise ist man dann noch kürzer und man lässt sogar noch diesen Punkt weg und schreibt einfach XW. Und das ist jetzt sehr schick, weil ich damit die Mathematik hinschreiben kann, egal wie viele Feature da sind, egal wie viele Datenpunkte ich habe. Ja, und die Sache, die ich sozusagen aufschreibe, ist immer die gleiche. Weil diese Matrix X kann eine 150 mal 4 Matrix sein, das kann aber auch eine 150 Millionen mal 10.000 Matrix sein. Ja, das ist also ganz egal. Die Herleitung, um jetzt einen Algorithmus herzuleiten für Linear Discriminant Analyse, ist sozusagen immer die gleiche.
Ja, deswegen ist diese Schreibweise mit diesen Matrizen so schön. Und wenn man da einmal da durch ist, dass jetzt hier ich hier diese Multiplikation mache, indem ich Zeile mal spalte, dann sieht man auch sofort, dass es genau dieser Ausdruck ist, den ich hier oben stehen habe, den ich dann ausrechne. Das heißt also, hier kommt ein Vektor raus, der mir die ganzen Zs ausrechnet. Und zwar für alle Datenpunkte in einem Rutsch. Ja, das ist irgendwie schick. Und ich muss weniger Indizes schreiben.